Herzlich willkommen zur FIFA-Prognose. Der achte Spieltag steht an und es ist das Topspiel Bayern gegen Dortmund. Hallo Fabi. Hallo. Und wir steigen mit unserer FIFA-Prognose wieder ein, da jetzt FIFA 16 heraus ist. Wir haben letzte Woche schon mal Hamburg gegen Schalke aufgenommen. Und Fabi führt da Selbstgespräche, weil ich nämlich eiskalt meinen Ton nicht mit aufgenommen habe. Nee, eigentlich war ich nicht mit ihm reden wollte, aber... Oh. Das wäre jetzt die Wahrheit gewesen. Okay, du hast noch 26 Sekunden, Fabi. Okay. An denjenigen, der die FIFA-Aufstellung entworfen hat. Uiuiui, ich muss noch mal kurz ins Teammanagement. So. Reus spielt schön auf links. Der gehört geschlagen. Du hast noch 7 Sekunden. Ja, ich bin fertig. Okay. Wieso macht man das so, dass es so völlig random durch die Gegend hupft? Was? Ja, von zum Beispiel vom Mittelfeld, wenn du nach rechts oben gehen willst. Ach so, eine Aufstellung meinst du? Ja. Oje. Oje, der war drüber. Okay. Dann schauen wir mal, was uns das Topspiel bringt. Ein Haufen Ärger, wie immer. Dortmund hat am Donnerstag 1-1 gespielt gegen Saloniki. Da haben sie nicht brilliert. Wobei man sagen muss, die haben irgendwie 5 Spieler zu Hause gelassen. So. Was ich aber nicht verstehe. Ja, weil die Europa League könnten sie auch ein bisschen Geld machen, aber vielleicht sind sie sich sicher, dass sie die Gruppenphase schaffen. Was weiß ich. Naja, vielleicht sollten sie mal einsehen, dass es mit der Meisterschaft eher nichts wird. Nach dem 7. Spieltag. Money, ey, Meister werden wir nicht mehr. Alter, ich sag's dir, wenn die das verlieren, am Wochenende war es das mit der Meisterschaft. Dortmund. Ja. Ja. Dann ist es gegessen. Kann sein, kann sehr gut sein. Ah, nee, komm, ey, legt er dem den vor. Jetzt schauen wir gleich bei der Wiederholung, kommt nicht. Entschuldigung, ich hab weitergemacht. Wo der Ball daher kam, ey. Ja, von daher, von dir. Ja, schön von meiner Brust. Wieso ist denn da keiner? Ach, komm, Aubameyang, faul, hallo. 11 Meter. Warum sind einfach Costa und der Robben hinten, ne, gewesen gerade? Ja, defensiv verhalten, hallo. Die Offensiven verteidigen mit. Alter. Ach komm. Ach, ich hab Einwurf. What the fuck? Ja, Castro. So gehört sich das. Oh, Robben, ey, ehrlich. Ja. Jetzt komm. Ja, oh, okay, da stand zum Glück einer. Ich hab den Stick nämlich gerade eben noch verzogen. Vorm Einwerfen. Das ist schlecht. Ah, souverän. Da stand ja einer. Ja, komm. Na, Costa. Oh, so. Also, Alter, hast du gesehen, wie der Typ geflogen ist? Hä? Ich hab mein Torwart hat Hummels gefault, hallo? Ja, aber warum kriegt denn der Freistoß? Ja, ich hab Freistoß. Ja, warum denn? Ja, ich glaube, weil du Hummels irgendwie in die Hacken getreten bist, aber ich könnte es jetzt nicht beschwören. Das ist so ein grundbehinderter Kopfball vom Alaba gewesen gerade. Geht da vielleicht mal jemand jetzt hin? Ah, Schmelzer. 1, 2, 5 Meter daneben. Ich hab's doch gesagt, Fernschüsse sind gut, aber du musst schon auch mit jemandem schießen, der das Oh, nice, Robben. Bist du richtig Bombe, bist du. Ja, oh, David. Geh weg da. Ach komm, ey.
Robin. Ey, da ist, wenn du nicht der Strafraum rumziehst, Ist ist am auch nicht mehr Strafraum in schön. die Mitte. Raum ist auch nicht mehr so schnell, wie er mal war. Ich kenne jetzt seinen Tempowert nicht. Ja, also ich weiß jetzt, kennt sein Tempowert auch nicht, aber vom Lewandowski. Gefühl her ist er nicht mehr so stark, wie er mal war. Auf der Dribbling, das Dribbling bei Robben ist echt krass. Ja, das schon. Ja, genau. Echt, der hat 100 Meter Platz, wo er spielt ihm den genau in die Füße. Ja, das ist unfassbar. Ja, so ist es halt, ne? Ach. Da spielt Na er lieber mal komm. zum Torwart. Ja, Komm nicht schön. dahin. Alter, ich drück den Button durch, dass er fast auseinanderbricht. So. Komm, schlaf nicht ein. Ja, ist sehr gut. Holla die Waldfee. Aber das war mal. Ja, ich sag dazu nichts mehr. Ja, wenn, also wenn der nicht 3 Meter im Abseits war, weiß ich es auch nicht. Martinez, schön. Na, schaut. Also eins verstehe ich ja nicht. Also weißt du, wenn der Gegner Freistoß hat und der passt ihn, ne? Dann laufen deine Stürmer ja sehr ordentlich gleich auf den Ball Ja, drauf. genau, und Warum tun denn die Spieler von mir oder jetzt dann auch bei dir nicht auch mitlaufen? ja, das ist schon seit irgendwie seit Anbeginn. Ja, aber warum? Scheiße. Ja, ich weiß es nicht. Faulheit. Das macht sie in der echten doch auch, oder Ja, genau, du nicht? musst es ja eigentlich programmieren, dass die nicht laufen. Hä? Nee. Naja, du könntest dich bei FIFA die ganze Zeit eigentlich bewegen. Aber wenn du dich nicht bewegen kannst, dann ist das ja eigentlich extra programmiert. Ach so, stimmt. Ja, aber das ist doch gar nicht reell. Ja, eben, das verstehe ich nicht. Also. Ja. Ich meine, die Probleme haben ja alle. Das ist ja die eine Sache, aber ich verstehe es halt einfach nicht. Da schrauben sie jahrelang am Rasen umeinander, damit der ordentlich aussieht, aber dass die Spieler da mal. Ach komm, ey. Elfmeter. Hallo? Ja, genau. Brauche ich nicht. Das ist so lächerlich einfach. Ich mach den also. Wo kam jetzt eigentlich der Pass gerade her, ne, zu mir? Kam der. Ja, die gleiche Szene, wie ich gerade gesagt habe. Ja. Lahm mit der Ecke. Die Torhüter kommen hier krass weit raus. Also die sind bei Ecken vor allem richtig stark gemacht worden. Ja. Du kannst eigentlich fast keine Ecken mehr in den 16er reinschlagen, Nee, kannst du auch nicht mehr. ohne dass die der Torwart nicht irgendwie wegfischt. Ach du Scheiße. Ach komm. Knappe Pausenführung. Ausgeglichen. Wahnsinn. Nein. Mkhitaryan. Den Ball wirft er gleich zum Gegner. Das ist doch ein Witz. Das ist einfach. Als hätten sie noch nie miteinander Fußball gespielt.
Das sieht so einfach aus, was sie hier machen, aber dieser Ballbesitz-Fußball ist das. So, Schmelzer. Also ich sag's ja jetzt nochmal. Die Fernschüsse. Muss auch mit jemandem schießen, der die kann. Wofür gibt's denn da jetzt Eckball? Ja, weil du den weggefaustet hast. Alter, wie kann man den denn vergeben? Wie kann man den denn vergeben? Wie hast du Kagawa gesehen im bisherigen Spielverlauf? Kurz vor der Pause hat er sie umgebracht. Kein Foul. Ja, du kriegst einen Wurf, hallo. Ja, ein Wunder. Was willst du? Hast du den erwischt? Ja. Oh, scheiße. Der kann nix. Ach, dein Torwart ist auch rot. Ja, das ist ja fast richtig geworden. Ach komm, dann bleibt Kagawa stehen. Ist ja klar, dass der nur zu dir kommt, oder? Ach, fix! Klaut er mir den Ball vom Fuß. Ach, komm, Reus. Könnte man aber durchkommen. Alter, ohne Scheiß. Können wir einen Pass spielen, der nicht zu dir geht? Leck mich am Arsch, steht meine Abwehr weit hinten, ey. Marco Reus jetzt über die Außenbahn. Den muss er jetzt machen. Fällt das Tor doch noch. So, nochmal. Das ist einfach so witzlos. Ich hab keine Lust mehr, ehrlich, David. Klingelingeling. Warum eigentlich immer gegen dich? Ich kenne niemanden in FIFA, der... Ich gewinne gegen jeden in FIFA. Nur nicht gegen dich. Ja. Keinen Freund. Und die spielen alle viel FIFA. Der... Ja, natural skill, Alter. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Foul? Du stehst wahrscheinlich in der Gesamtwertung auch noch unter mir. In welche Gesamtwertung? Ja, in der Liga-Gesamtwertung. Das gibt es so eine Gesamtwertung. Okay. Oh, boah. So wie ich FIFA kenne, setzt sie sich zwar aus allen möglichen Bullshit zusammen, den es so gibt, aber Kopfballstärke. Aber immer wenn ich gegen dich spiele, kriege ich keinen Fuß auf den Boden. Ach komm ey. So. Warst du gegen Zagreb droben? Mhm. Das war ungefähr das langweiligste Fußballspiel, das ich jemals auf der Welt gesehen habe. Ja, die haben echt nichts geschissen gekriegt. Alter, wie haben die denn 45 Spiele nicht verlieren können? Naja, Kroatien. Was macht er denn da? Ja, was macht der Vidal denn da? Er rückt komplett in die andere Richtung. Ach komm, scheiße. So schnell ist Aubameyang dann auch nicht. Oh, schade. Das ist wirklich, du zerstörst mich einfach, weißt du das? Das ist einfach, du machst mich von Grund auf fertig, ja? Das geht, ich weiß nicht wieso.
Normalerweise bin ich einer, der dominiert das Spiel, ja, der hat, ich keine Ahnung, ich habe 70% Ballbesitz, 80%, keine Ahnung, mal 60, wenn es schlecht läuft. Und du machst mir einfach von Grund auf, gehst du mir schon auf den Sack. Das ist einfach. Mit der ersten Aktion. Ach komm, Leute. Hey. Ja, das war jetzt ehrlich gesagt scheiße. Was war das? Oh, ich habe ein Tor geschossen, der leckt mich am Arsch. Ja, tanzt in den Wolf. Ich schieße nur noch ein Tor. Ja, ich krieg das jetzt wieder eins, so wie ich FIFA kenne. Oh, scheiße. Nee, Alaba, nee. Köpft er den nie mit dir einfach rein? Ich glaube, ich bin. Wofür denn? Was habe ich denn getan? Hallo. Das ist einfach unglaublich. Das war eins, aber das davor war auf jeden Fall keins. Ja, komm. Ach, Robin! Ah, Kagawa da. Könnte man schon mal 11 Meter pfeifen. Ja, genau. Du bist auch so ein hässlicher Typ, der sich hier am 16er Rand hinstellt und nur noch so ganz langsam durchzieht. Ja. Okay, Freunde, das war die FIFA-Prognose. Ich hoffe, es geht nicht so aus. Ich möchte nie wieder ehrlich spielen. Okay, das nehmen wir mal so zur Kenntnis. Wir verabschieden uns. Bis dann. Tschüss. Ohne Scheiße, ich habe so keine Lust mehr.